Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam zählt zu den umstrittensten Bauprojekten in Brandenburg. Die Gegner sehen in dem Bau ein Symbol für Militarismus und Anziehungspunkt für politisch rechte Kräfte. Die Kirche möchte die Räume künftig für Kultur und politische Bildung nutzen und den markanten Turm als Aussichtsplattform. Jetzt steht die Eröffnung kurz bevor. Hier und da wird noch gearbeitet, aber auch der Turm der Garnisonkirche ist jetzt vorzeigbar. 57 Meter hoch mit Aussichtsplattform und einem Blick über ganz Potsdam. Nach einer feierlichen Einweihung können auch Touristen in 2,5 Wochen die wiederaufgebaute Kirche besichtigen. Sie erwartet ein ganz buntes Programm, eine Mischung aus Gottesdiensten und Friedensgebeten und Andachten, also das klassisch Kirchliche. Sie erwartet eine große Ausstellung auf 300 Quadratmetern, die versucht, deutsche Geschichte der 300 Jahre in den Griff zu kriegen, historisch kritisch zu bearbeiten. Ein spezielles Programm, auch mit Workshops, das vor allem die teilweise unrühmliche Vergangenheit der Kirche aufzuarbeiten versucht. Erbaut wurde die Garnisonkirche im 18. Jahrhundert für Militärgottesdienste. 1933 wurde hier der Staatsakt zur Eröffnung des Reichstags gefeiert. Ein Handschlag zwischen Reichspräsident Paul von Hindenburg und neu gewähltem Reichskanzler Adolf Hitler symbolisiert hier die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Kritiker haben jahrelang versucht, den Wiederaufbau zu verhindern. Ein Hauptgrund ist natürlich der Symbolcharakter der Kirche. Also die Kirche steht für Nationalismus, Militarismus, viele Dinge, die auch gerade in heutigen Zeiten wir für sehr unangebracht halten, die noch zu feiern und zu reproduzieren. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche zerstört. In der DDR wurden die Ruinen gesprengt. Der Start für den Wiederaufbau folgte dann 2017 für rund 42 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte finanzierte davon der Bund aus Steuergeldern.